Hallo Leute, ich bin Anwalt und willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar Forge of Fortune 2 Ghost Keeper. Ich muss sagen, ich freue mich total drauf. Ich habe mal Let's Play Forge of Fortune 1 und jetzt kommt das zweite Teil. Ich habe schon einen Avatar gestellt, also ihr seht hier Lone Wolf. Man kann zwischen Frau und Mann spielen, wir spielen halt mit Mann. So, es gibt leider noch keine deutsche Sprache. Es gibt nur leider jede Menge anderen Sprachen, darunter auch Russisch. Das könnte ich auch mal einstellen und dann verstehe ich mehr. Allerdings, ich habe mir gedacht, nee. Also, wir werden mal Englisch spielen, vielleicht mit dem Upgrade kommen dann auch ein paar weitere Sprachen, darunter Deutsch. Wer weiß, also wir müssen jetzt diese Kiste da abholen, okay. Da. Also die Steuerung ist mit dem Teil 1 sehr ähnlich. So. Nehmen wir mal. So, Crafting Table ist hier. Da müssen wir jetzt craften. Das ist erstmal Inventory. So. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Werkzeug, ein Tool. Hier. Kannst du haben. So, wir haben jetzt ein Tool reingemacht. Und jetzt können wir craften. Also zusammenbauen unsere Taschenlampe. Oh. Da ist was. Da ist doch was. Aber bevor wir gucken, was da ist, Leute, ich weiß, was da ist. Ich habe das gezockt. Ich will hier einen Moment, man kann hier Bricks sammeln. Moment. Toolbox, okay, dann gucken wir mal, was da ist. Oh, ein Waschbär. So, jetzt muss ich hier hinkommen. Ich habe versucht, dem mit bloßen Händen zu erwischen, aber wir brauchen so einen Besen als Waffe. Yep. So, jetzt haben wir einen Besen und jetzt können wir dem jagen. Hey du, komm mal her. Yeah. Ich hinterher, jawohl, jagen, gib ihm auf sein Po, genau so, nochmal, verschwinde aus meiner Garage, kleiner Waschbär, was auch immer das sein soll, kleines Viech, da ist also ein Loch, was machen wir, müssen jetzt in diesem Loch zu machen, und zwar hier gibt's Bricks, die haben wir schon, also wir können bis 20 stacken. Dann haben wir hier Wasser, eine Flasche Wasser und ein Zement oder was auch immer das sein soll. So, wir können hier jetzt entweder hier drauf drücken und das Ganze vermischen. Und mit B oder hier drunter können wir was machen. Und zwar natürlich brauchen wir Konent und Bricks. Das können wir dann. Wir sind hier falsch. Wir müssen hier hin. Ja, genau. So, jetzt können wir das Ganze jetzt machen. So, und jetzt baut er den Loch zu. Was ziemlich cool ist. Die Musik ist geil. So, Loch zugemacht. Was zu? Was zur Erde ist das? Okay. Da muss man wohl anfassen.
Mal an. Fass das Teil an. Ja, komm, fass das Teil an. Es passiert nichts. Oh shit. Da passiert doch was. Und zwar, wir werden auf einer Insel irgendwo hin verfrachtet. What the happened where I am? Ja, du bist irgendwo in irgendwo. So, jetzt sammeln wir mal Crepe, Leinen, Leinsamen. Also die Steuerung, wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig. Aber nur kurz. Da ich den ersten Teil schon gezockt habe, geht eigentlich ziemlich schnell. Potatoes! Juhu! Potatoes! Gib mir Potatoes. So, Steine, noch mehr Steine. Und was geil ist, also in den ersten Teil war es so, wenn es zu weit ist, wurde mir immer gesagt, ja, du bist zu weit. Ne? Also, komm mal näher. Und so kann ich drücken und der läuft dann automatisch dahin und sammelt die Ressourcen. Das ist ziemlich cool gemacht, also im zweiten Teil. Außer da ist was im Weg. Okay, dann sammeln wir alles mal auf. Das Menü ist jetzt hier ziemlich, ja, übersichtlich. Hier genauso. Was eigentlich, ich weiß nicht, ob das... in den ersten Teil weiß ich nicht, ob das war, weil ich das nicht zu Ende gezockt habe. Gibt es hier Geister? Wir haben noch keinen Ghost. Und es gibt Skills, Leute. Also man kann jetzt killen. Was ziemlich cool ist. So. Apple. Grapefruit. Da ist eine Map. Gucken wir mal die Map an. Ja, so übersichtlich, ne? Hab auch alles verstanden, wo ich gerade bin. So viel Leinen. Das brauchen wir, Leute. Daraus machen wir Seile. Oh Mann, ich freue mich darauf zu zocken. Das Spiel. Ich hoffe, dass auch noch deutsche Sprache dazu kommt. Also ich könnte Russisch spielen, allerdings dann würde ich hier wenig verstehen und ich würde nicht alles übersetzen können. Zum Beispiel, es gibt Sachen, die sehr schwer zu übersetzen wären, für mich. Lieber so auf Englisch lassen, ich weiß nicht, ob ich dann alles verstehen würde, aber per Aufgaben. Also ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, obwohl ich das auch etwas ausmacht, wenn ich das Ganze auf Russisch spiele. Schließlich könnt ihr sehen, was ich mache oder was ich baue. Ne? Leinen, so viele Leinen. Also die Tierhaltung gibt es ja auch und das kennen wir aber auch vom ersten Teil. Wir werden hier allerdings heute nicht weit kommen, Leute. Also, warum? Nicht, weil ich es nicht will, sondern erstens, weil wir hier Platz suchen müssen. Und wir haben ziemlich kleine Möglichkeit, also ziemlich kleinen Platz hier, wenn wir hier anfangen zu bauen. Was ich nicht gerne habe. Ich habe lieber sehr viel Platz und wo ich wirklich sehe, aha, hier kommt das raus, nächste kommt, das kennt ihr von mir, dass ich irgendwie alles nicht in einem Haus reinpacke, sondern in mehrere gleichzeitig. Und zwar, wir brauchen erstmal Ropes, also Seile. Deswegen habe ich hier ziemlich viele gesammelt, so 10 Seile reichen aus. Ja. Kraften. Wir haben auch ziemlich wenig Platz hier, muss ich sagen. Dann brauchen wir Stone Eggs, Stone Picks per Aufgabe und Stone Hope. Was wir auch brauchen, ist das hier. So, wir brauchen noch die Splinters.
die brauchen wir auch. Um zum Beispiel die Axt zu craften. Also da brauchen wir einen Splint. So, was ist mit Splint? Ja, jetzt können wir eine Axt craften. Ein Stopix. Ein Messer, glaube ich, brauchen wir nicht, aber wir brauchen das hier. So, und zwar ich mache folgendes auf 2, auf 3, auf, ne, auf 3 und auf 4. Hier kommt der Messer oder eine Waffe. Wir brauchen hier ein Holz. Also ein Baum. So, per Aufgaben. Lock, Clay, Soul, Sand. Also, ein Baum, ein Clay, also Lehm, Erde, Sand. Das Erde kenne ich noch aus, ja, wo ich das gezockt habe, habe ich auf Russisch gestellt. Deswegen war es für mich kein Problem, das mir zu merken. So, ein Baum. Ihr seht, wir sind hier ziemlich, ja, wir sind hier ziemlich, hier ist alles verwachsen und so, deswegen haben wir ziemlich wenig Platz, wobei ich schon gerne am Wasser bleibe. Wir können schon anfangen hier zu bauen und dann uns hier durchzukämpfen durch die ganzen Büsche. Wir sind hier voll mit Büschen und besiegt. Aber wir brauchen jetzt ein Holz. Und ein Holz geht nur, wenn wir 2 drücken und dann einen Baum finden. Das ist kein Baum. Aber kann sein. Ne. Da bekommen wir nur diese Sticks. Aber die Sticks brauchen wir auch. So, wir brauchen. Oh, Potato. Potatoes. Potatoes. So, wir suchen jetzt uns einen Baum. Da sehe ich gerade einen. Leider müssen wir uns hier durchkämpfen, um zum Baum zu kommen. Ja, gib ihm. Gib ihm. Ja, wir haben es. Hier ein Lock. So. Stickies. Wir können das hier mal eigentlich wegruppen, dann haben wir noch mehr Platz. Das machen wir. Bitte, das machen wir einfach, weil wir brauchen noch mehr Platz. Ich glaube aber nicht, dass wir Platz haben. Ne? Oder ich könnte einfach nie durch. So, dann geht's hier. Oh, da ist schon ein Tier. Den machen wir mit der Axt fertig. Mache ich mit Stadttatze fertig, du blöder Arsch. Das sind mehrere. Aber dazu haben wir hier einen Durchgang. Okay, machen wir hier auch. Platz. Also ich mache hier einen Durchgang, oben vielleicht einen Durchgang. Also Stickies haben wir jetzt sehr viele. Will hier einen Durchgang haben, oben einen Durchgang, damit wir überhaupt hier durchkommen. So, okay, Stickies haben wir gesammelt, jetzt brauchen wir Lehm. Ne? Lehm und Erde. Hier kommt der Sand und hier braucht man jetzt nicht den Stock wie im ersten Teil, also da braucht man einen Stock, sondern man braucht das hier. Und damit sammelt er jetzt Sand. Also Hope braucht man da. Sammeln wir mal ein paar Sand. Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Allerdings, ich brauche nicht zu drücken. Also der macht dann automatisch. So, fertig. Genug Sand gegraben. Macht er mir den ganzen Sand hier weg.
So, hier ist Lehm. Oder Erde. Erde. Hier ist Erde. Lehm ist oben. Lehm safe. Lehm und Erde gibt es noch hier oben. Hier ist nochmal Erde. So. So, genug. Hier war irgendwo noch, genau, hier war Lehm. Wir machen noch ein paar Steine noch platt, weil wir brauchen noch ein paar Steine. Ich will noch Waffe haben. Ich brauche meine Waffe. So, jetzt können wir unser Inventar gucken. Wir sind voll, wie ihr seht. Ich brauche jetzt, was können wir jetzt machen? Wir können hier das hier machen. Da brauchen wir aber Stone Hope. Hä, brauchen wir das wirklich als Werkzeug? Ammo, Munition. Ah, wir brauchen ein Messer. Okay, wir machen noch einen Kneif. Herstellen. Das brauchen wir aber als Tool, ne? Und jetzt können wir hier uns ein Knüppel machen, der macht Damage 8. Okay, was macht unser Damage 8? Damage 8, Damage gar kein. Splink. Blink, blink, blink. Damage hier. Kann uns hier auch einen Bogen machen. Damage 6. Wobei wir brauchen dann die. Ja. Okay, wir machen uns mal Waffe. So, jetzt haben wir einen Knüppel. Okay, jetzt ist nachts. Wir müssen per Aufgaben eine Feuerstelle machen. Ja, Bonfire. Okay. Mache ich gerne, nur hier war das Problem, Leute, dass man etwas brauchte und ich habe das nicht gefunden. Haben wir irgendwie Flashlight oder so, weil es wird ziemlich dunkel hier. Da sind Steine. Das mache ich mal. Die Steine mal kloppen, weil wir brauchen eh Steine. Ja, das macht Damage 8 auch. Seht ihr selbst. Stone, Stone. Ich glaube, wir machen uns doch hier eine kleine Base. Steine, Steine, Steine. Okay, die Steine. Und jetzt, da können wir sehen, wo wir halt bauen können. Jetzt gucken wir mal. Um Feuer zu machen, brauchen wir Ember. Und wenn ich draufklicke, Bonfire und Coal Smoker. Also Ember, Coal Smoker, Coal Smoker. Kohle und Ember. Ja, schön. Mal. Ich guck mal beim Crafting. Da, Ember. Da brauchen wir, ja, weiß ich nicht, machen wir mal, ne, 30 ist einfach zu viel. Machen wir mal, so, haben wir Platz? Haben wir. Machen wir 10.
eine Minute und wir machen jetzt uns ein Campfire. Ja, machen wir Kraften. Wo machen wir uns denn? Machen wir uns hier. Wartet mal. Ich brauche hier Platz irgendwie. Hier so. Das machen wir mal hier so. Weil hier werde ich dann später weiter noch sauber machen und wir brauchen ja Kraft weiter. Wir brauchen hier so ein Campfire. Das habe ich nicht gefunden. Ich muss zugeben, ich habe schlecht gesucht, ja. Jetzt muss ich sag es, wo ich hin stellen kann. Ich mache hier. So, hier bauen wir dann Campfire. Bitte bauen, damit es Licht gibt. Yeah, wir haben Licht. Wir haben Feuer. Ich habe Feuer gemacht. So, was können wir eigentlich machen? Wir können Potatoes braten. Ja. Machen wir mal ein paar gebratene Potatoes. Wobei, nein. Einer reicht. Glaube ich. Weil, wenn wir später Potatoes, was können wir herstellen? Okay. Aber das haben wir schon genug. Weil wenn wir später das Ganze machen können, also die Potatoes meine ich, hinsetzen, weil Weizensamen haben wir hier, aber Potatosamen haben wir nicht. Vielleicht brauchen wir die Potatoes, um dann weitere ja, ich weiß schon, ne? Weitere Potatoes zu bekommen. So, unsere. Ist der fertig? Ja. Draufdrücken? Nein. Ich will hier dann Essen machen. So, was als nächstes? Wir brauchen ein Table. Discovery Table. Okay. Discovery Table ist. Discovery Table ist. Moment. Das machen wir jetzt sofort. Wo ist unser Discovery Table? Ich glaube. Der ist irgendwo hier und hier können wir gucken. Vampire Discovery Table. Was brauchen wir? Wir brauchen ein Pelz und 10 Holz. Level 1, Level 2 gibt es und Level 3 gibt es. Also ihr könnt schon denken, wie lange dieses Projekt dauern wird. Warum bin ich nackig, wenn ich angezogen bin? Apropos Nike, wenn wir hier umschalten, wir können drei unterschiedliche Styles ansehen und von dem ersten Teil weiß ich, dass zum Beispiel es Platz gibt, wo es ziemlich heiß ist. Da brauchen wir ziemlich ein Outfit, wo wirklich uns von Hitze schützt oder kühlt halt. Dann brauchen wir ein Outfit, wo uns von der Kälte schützt. Crepe. Ich will hier das Baum hier mal wegmachen. Entschuldigung, Leute, wenn ihr das seht, wenn nicht, ist okay. Ich hoffe, das habt ihr nicht gesehen. Unser Feuer. Nee, ich will keine. Ja, seht ihr? Wir brauchen das später für Sitz. Ich will keine Potatoes braten. Wir können zwar hier machen. Ja, wir machen mal. So. Ja. Das kann sich hier jetzt von mir aus machen. Wir machen hier noch ein bisschen weg frei. Stickies. Und ja, Leute.
Essen können wir eigentlich hier drauf knallen. Ich habe noch mehr Essen. Ich habe hier. Das macht plus 5 HP in 20 Sekunden. Bla bla bla. Stamina und so weiter. Äpfel. Das hat sich gerade gespeichert, Leute. Das heißt, ich überlege mir gerade, ob wir heute jetzt Schluss machen. Ja, Leute, glaubt mir auch, ich will das Ganze noch weiterspielen. Ja, plus 15 Grad. Das hätte ich gerne mal draußen. Und nicht den ganzen Zeit nur Regen. Aber wir haben Feuer gemacht, das ist gut. So, wir brauchen noch, was brauchen wir für den Tisch? Ich weiß nur, dass wir Leder brauchen, beziehungsweise Haut. Ich guck mal nochmal. Ja, Level 1. Ja, wir brauchen jetzt Pelz, genau. Pelz, weil es zu dunkel ist, Leute. Ich hätte jetzt hingegangen. Dort sind Gegner. Und wir haben ja Waffe. Aber es ist jetzt schon morgen. Also 5:30 Uhr morgens. Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen. Ich höre da Tiere. Ja, hier. Yeah, look, 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 look. Und Stick. Okay. Also, hier will ich. Ja, wir haben auch ziemlich wenig Platz, Leute. Aber wir haben schon 30 Kohle. Diese hier. Embers halt. Das war auf Deutsch, glaube ich, Feuerkohle oder so war das in dem ersten Teil. Also wie gesagt, Leute, ich hoffe erstens, euch wird es gefallen, dieses Projekt, weil ich habe, wie gesagt, auch den ersten Teil gezockt. Schreibt mir bitte in den Comments, würde euch was ausmachen, wenn ich auf Russisch umstelle. Also, dann weiß ich zumindest, um was es eigentlich geht. Und so weiter. Karton sieht's. Ja, nehme ich hier. Kann ich hier machen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann hier und dann so machen. So. Hallo? Will mich jemand angreifen? Oh, ich habe hier Straße. Guckt euch das an. Und es ist morgens. Hallo, Kühe. Guck mal. Hab hier. Rübsch jetzt ein. Na, 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 na. So nicht. Komm her, du. Du wolltest mich angreifen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war zu viel. Das ist gut. Und wir haben hier jetzt. Ja, wir können unsere Leiche plündern. Wir haben hier jetzt einen Weg gemacht. Das waren zu viele Gegner einfach. Du blöder Fox, du läufst doch weg, Mann. Du läufst eh weg. Nein, 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 nein. Nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Du sollst kämpfen wie ein Mann sterben. Komm her. So. Jetzt. Wir haben keinen Platz, oder was? Inventar? Wir haben wirklich keinen Platz. Hier sind Kühe. Wir haben wirklich hier keinen Platz, Leute. Sand. Schmeiß mal weg. Pilz mal. Okay. Jetzt will ich, wo ist meine Leiche?
Kannst du bitte das sein lassen? Na, komm her, du blöder Arsch. Na du, aus dir mach Hackfleisch. So, sag ich doch. Kannst du bitte das sein lassen? Blöder Arsch. Warte, stopp. So. Genug. Ist genug. So, wo ist meine Leiche? Ist weg, oder was? Okay, wir gehen zu der Base. Ich esse jetzt was. Heilen wir uns. Weil hier gibt es Straßen, Leute. Also, ich würde schon gerne hier irgendwo bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Also, wir können zwar jetzt hier, glaube ich, so viel ich weiß, mich... Also, wir können hier die Sachen wegräumen. Zerstören, sozusagen. Bevor wir zum Schluss kommen, will ich noch diesen Tisch hier craften. Ja. So. Und dann machen wir Schluss für heute, Leute. Weil ich würde schon gerne entweder hier bleiben. Oder woanders hin. Wobei woanders hin gefällt mir besser. So, hier können wir uns Masonry bauen. Was auch immer das sein soll. Masonry. Wie gesagt, also es wäre cool, wenn ich auf Russisch machen könnte, aber das entscheidet ihr. Wir brauchen hier ein Töpfe. Ja, aber ich mache jetzt Schluss. Wie gesagt, genug für heute. Wir machen dann weiter bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.